Hallo und herzlich willkommen auf der Wedding Zone, auf der Fotokina 2018, hier auf der Fotokina, wieder vor total vollem Haus. Und ich habe einen Gast hier und wir wollen uns heute unterhalten. Bisher habe ich die meisten Leute einfach vortragen lassen. Aber Laura, wir wollen dich dem Publikum nochmal vorstellen, wobei ich das Gefühl habe, da gibt es einige, die dich schon kennen. Sie sind alle hier gekommen für dich. Du bist in der Hochzeitsfotografie sehr bekannt. Die Leute kennen dich schon. Was aber man vielleicht gar nicht so denken würde für diejenigen, die dich nicht kennen. Du stehst hier so, junge Dame. Du bist seit 10 Jahren in der Fotografie, jetzt gerade 32. Ja, genau. Erzähl uns mal ein bisschen, wie bist du in die Fotografie gekommen und welcher Weg hat dich in die Hochzeitsfotografie gebracht? Ja, also das mit den Hochzeiten kam tatsächlich eher zufällig. Also ich habe eine Ausbildung als Fotografin gemacht vor 12, 13 Jahren. Allerdings war das Food-Fotografie, also wirklich Still-Life. Was mir Spaß gemacht hat, war eine schöne Zeit. Ich habe auch sehr viel gelernt über Lichtsetzung und so, aber habe immer schon gemerkt, naja, irgendwie hätte ich gerne mehr Menschen um mich, ein bisschen aktiver und so. Habe das aber trotzdem durchgezogen natürlich. Während der Ausbildung haben Freunde von mir geheiratet, die dann irgendwie gesagt haben, ja, Laura, kannst du nicht die Fotos machen? Du bist doch Fotografin. Und dann habe ich gesagt, nee, also Hochzeiten mache ich nicht, ich bin Still-Life-Fotografin. Ich kann euer Buffet fotografieren. Ja, ich mache Werbung und so, also Hochzeiten, nee, das ist jetzt nicht so mein Ding. Haben sie nochmal gefragt und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wie fotografiere ich die jetzt? Ich habe halt nur damals, es ist ja wirklich schon 10 Jahre her, da war das mit den Reportagen in Deutschland noch gar nicht so groß und ich kannte nur diese typischen Hochzeitsbilder, man sich so um den Baum lehnt und so, ne? Das wollte ich halt nicht machen und habe gesagt, Gott sei Dank. Was mache ich jetzt mit denen? Und habe gesagt, okay, ich mache das, aber nur, wenn ich euch den ganzen Tag über begleiten kann. Also wenn ich wirklich von Anfang bis Ende einfach Mäuschen spielen darf. Und haben die gesagt, ja gut, klar, mach das. Und dann war ich dabei und habe dann so gemerkt, ach ja, es macht ja total Spaß, ne? Die sind total happy den ganzen Tag und hat mir Freude gemacht. Die Bilder, ja, waren, also sie haben sich sehr gefreut, das hat alles hingehauen und dann war das wie ein Lauffeuer und seitdem fotografiere ich Hochzeiten. Seit wann ist es so richtig intensiv, um uns auch mal eine Idee zu geben? Ja, also ich habe mich direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht und habe dann sofort mein eigenes Ding gemacht, habe vielen anderen Fotografen assistiert, auch im Bereich Business. Also ich mache auch immer noch Business-Fotografie. Mhm. Habe da also in mehrere Richtungen irgendwie meine Fühler ausgestreckt und mit den Hochzeiten kam es einfach echt stetig nach und nach immer mehr. Und ja, so seit 5, 6 Jahren mache ich ja an die 30 Hochzeiten im Jahr. 30 Hochzeiten. Ja. Das ist fast jedes mehr als jedes zweite Wochenende. Ja, ist auch öfter mal 2 am Wochenende, je nachdem, wo es halt ist, ne, wie es sich ergibt. Ja. Gibt es da eine Spezialisierung? Welche Arten von Hochzeiten sind das? Bist du auch in der ganzen Welt unterwegs oder ist das mehr regional? Nee, also schon überall. Also ich fliege gerne überall hin. Ist auch öfter mal natürlich was im Ausland dabei, aber ja, es kommt halt immer mehr, ne? Also das war ja früher zum Beispiel eher selten der Fall und jetzt kommt das immer mehr, dass halt natürlich im Ausland geheiratet wird und da ist das auch für mich öfter der Fall. Okay, wollen wir mal in ein paar Bilder reinschauen, um den Zuschauern eine Idee zu geben, was du da so machst? Ich glaube, dann wird das Ganze nochmal transparenter. Ja, also ich mache auch viele freie Sachen trotzdem noch, obwohl ich viel Hochzeiten und Business-Fotos und sowas mache, viele Jobs habe, mache ich trotzdem in der Freizeit immer noch viele Sachen, wie das jetzt zum Beispiel, dass ich einfach mir ein Mädel schnappe und sowas mache. Das ist jetzt nur so am Rande. Ich klicke einfach mal durch. Das war jetzt zum Beispiel in der Toskana, wo wir im Sommer eine schöne Hochzeit hatten. Also man sieht das schon so ein bisschen, ich lege da immer Wert drauf, dass alles echt und authentisch ist und die Emotionen rüberkommen und da ist eigentlich so der Fokus. Also ich inszeniere eigentlich so gut wie nichts, weil ich das eigentlich schöner finde, wenn die Momente einfach passieren und ich sie genauso einfangen kann. Also du läufst mit, du bist jetzt mehr so die Vögelchen, das zuguckt oder gehst du auch nah ran, sprichst du mit den Leuten? Nee, also ich gehe schon nah ran, ich begleite zwar den Tag über und versuche nichts zu verändern, ich versuche die auch nicht, also nicht da irgendwie einzugreifen oder so, aber wenn zum Beispiel im Getting Ready im Hintergrund was steht, was mir nicht gefällt, dann räume ich es halt einfach weg oder klar, ich gehe auch mal nah ran, ich bin halt schon immer recht nah mit den Leuten vorher, ich treffe mich vorher mit denen und dass sie halt keine Angst vor mir haben und bin schon so mittendrin. Also nicht ganz so ruhig, sondern schon eher so wie eine Freundin, die irgendwie bei der Hochzeit dabei ist. Okay, also dieser Ansatz, dass man sich vorher trifft, dass man sie wirklich tief reingeht und lange da mitläuft.
um dann solche Bilder zu machen. Das ist, glaube ich, gerade eins deiner Signature-Shots. Musst du eine Geschichte mal erzählen? Ja, also genau. Ich mache halt nicht gerne Gruppenbilder. Das wird wahrscheinlich jeder, der Hochzeiten fotografiert, kennen. Je größer die Gruppe, desto unschöner das Bild. Also diese Riesengruppenbilder machen wir eigentlich gar nicht mehr, sondern natürlich immer kleine Grüppchen, Elterntrauzeugen, was sie halt gerne so haben möchten. Ganz oft ist natürlich dieses Bild mit den Jungs, ne? Er und seine Jungs, sie und ihre Mädels. Und da hat sich das halt so eingebürgert, dass sie immer dieses Anstoßen-Foto, weil ich das auch ständig zeige, dass das jetzt immer schon kommt, dass danach gefragt wird. Ne? So, ja, Laura, können wir noch mit den Jungs anstoßen? Das ist halt eigentlich so was ja irgendwie mittlerweile jedes Mal gemacht wird. Ja. Entspannt die Leute direkt und die Jungs wollen bestimmt auch immer einen trinken, ne? Genau. Zeig noch ein bisschen mehr, weil wie würdest du dich stilistisch so einsortieren? Hier mal zum Beispiel Unschärfe und Schärfe. Bist du jemand mit offener Blende? Ja, also ich fotografiere nur mit Festbrennweiten und immer offenblendig, also ausschließlich. Okay. Wir haben den Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Hast du da eine Haltung zu, eine Meinung? Ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Schwarz-Weiß-Fan. Ich liebe auch Körnung und das alles. Würde auch gerne mal eine ganze Hochzeit Schwarz-Weiß fotografieren, aber das ist halt nicht ganz so. Also die meisten wollen halt gerne Farbe haben und deshalb mache ich immer einen Mix. Finde natürlich Farbe auch gut, keine Frage, aber ich mische das ganz gerne. Ich finde auch, dass das immer aufs Bild ankommt. Also ich mache mir da jetzt nicht Mords Gedanken, sondern sehe das eigentlich direkt, ob das ein Schwarz-Weiß-Bild oder ein Farbbild ist. Wenn ich richtig mitgezielt habe, müsstest du jetzt weit über 100 Hochzeiten auf dem Tacho haben. Hast du eine Entwicklung in dir bemerkt? Wie hast du damals fotografiert? Wo bist du heute? Was verändert sich? Ja, also man wird natürlich wesentlich souveräner und entspannter. Also am Anfang, wenn ich jetzt mal zurückdenke, vor 8, 9 Jahren, war ich morgens, wenn ich zu der Hochzeit gefahren bin, auch aufgeregt, ne, und habe dann irgendwie gedacht, hoffentlich klappt das alles und so. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass man einfach dahin fährt, als würde man zu der Hochzeit von einer Freundin fahren und man ist einfach dabei, man kann ganz entspannt die Situation beobachten. Ich mache mir eigentlich nicht so viele Gedanken, ich plane auch nichts, ich weiß auch meistens vorher nicht, wo was ist oder ich gucke mir vorher keine Locations an oder so, weil ich immer eigentlich vor Ort sehe, also immer fotografiere, was ich sehe und wirklich das einfach dokumentiere. Und das funktioniert wesentlich besser als vor 8 Jahren. Lass mal kurz über das Geschäft der Hochzeitsfotografie sprechen. 30 Hochzeiten pro Jahr, die muss man ja auch irgendwo akquirieren. Wie kommst du daran? Also das ist bei mir tatsächlich einfach, denke ich, jetzt auch der lange Zeitraum, in dem ich das mache. Also bestimmt 80% sind Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, es sind immer Gäste, die irgendwo auf einer Hochzeit waren, die Bilder gesehen haben, die uns sympathisch fanden und dann gesagt haben, hey, wollt ihr nicht das bei uns auch machen? Also das ist wirklich zum größten Teil Weiterempfehlung und der Rest kommt dann halt über Social Media oder solche Sachen. Danke für das Stichwort. Wir haben Laura auch deswegen gebeten, heute hier zu sein, weil sie einen ganz eigenen Ansatz in Social Media hat. Ein wichtiges Standbein geworden. Und zwar die Insta-Stories. Erzähl mal ein bisschen, was das ist und warum das für dich so einen Stellenwert bekommen hat. Ja, also es gibt, die meisten werden das hier wissen, diese Insta-Story-Funktion seit einiger Zeit, wo man kurze Clips einfach zwischendurch machen kann und die sind für 24 Stunden sichtbar. Und ich habe da einfach total Spaß dran. Es gibt einen super Einblick für die Follower, also ja, für die Kunden im Endeffekt auch, in den Alltag. Ne? Also die können miterleben, wenn man irgendwo unterwegs ist, wenn man beim Shooting ist, wenn man auf einer Hochzeit ist, manchmal auch, je nachdem. Die können einfach alles mitbekommen, wie man arbeitet und aber auch die Persönlichkeit, wie man selber ist. Und das ist ziemlich hilfreich, finde ich. Deswegen mache ich da auch einiges, was jetzt nichts mit Business zu tun hat, sondern alber da auch mal einfach nur rum, weil ich finde, dass das ruhig jeder wissen kann, dass ich albern bin oder gerne lache. Und von daher ja, kann man das auch ruhig zeigen. Lass uns mal in einen der Clips reinschauen, damit die Zuschauer wissen, wovon wir hier reden. Der eine oder andere kennt es vielleicht von Instagram, aber so sieht sowas aus. Laura, hast du schon die DSGVO? Hast du dich schon auf dem Schirm? Hallo? Hallo? Laura, DSGVO, ne? Das berühmt-berüchtigte DSGVO-Thema. Das DSGVO-Thema. Ja, hi! Hi,
Hi. Ja, du, ich muss eure Hochzeit morgen leider absagen. Ja, nach der neuen DSGVO darf ich leider keine Menschen mehr fotografieren. Ja. Ja, ist ärgerlich, aber... Man muss ja irgendwie handeln, ne? Man muss ja reagieren. Also, wenn ich keine Menschen mehr fotografieren darf, dann muss ich halt irgendwas anderes machen. Wärt ihr so nett, die aufzusetzen wegen der neuen DSGVO? Ja. Das wäre ja, auch fest, wenn ich euch fotografiere. Das Brillen halt alles mitgenommen zur Hochzeit, ne? Damit ich die fotografieren kann. Genau, einfach den ganzen Tag auflassen. Okay. Der Robin bekommt dann deine Spiele. Laura? Ja. Das Ding ist richtig hast durch die Decke gegangen. Also, ja gut, ich meine, das Thema hat natürlich einige beschäftigt, ne? Das war ja in aller Munde. 25. Mai, wer hat sich auch mit der DSGVO auseinandergesetzt hier? Doch einige. Wann kam das Ding raus? Ja, also, weiß nicht, kurz danach halt, ne? Also, ich bin mit solchen Dingen total... Also kann man mich mit jagen, so Rechtsgeschichten und sowas alles, und da will ich überhaupt nichts von wissen. Und es war dann einfach so, dass ich da saß und ständig alle auf mich eingeredet haben, hey, du musst dich darum kümmern, du als Fotografin, das ist so wichtig und das ist aber was ich immer wegschiebe und abgebe und da kann ich mich nicht mit beschäftigen. Und habe einfach nur da mich selber da sitzen sehen, wie alle auf mich einprasseln, und habe dann gedacht so, oh, das müsste man jetzt eigentlich mal filmen. Und das sind immer diese Momente, wo ich dann das einfach auch machen muss und es selber witzig finde und es dann einfach, ja. Man sieht auch eine Komponente darin, die auch wirklich authentisch bei dir ist, du bist ein lustiger Mensch, ne? Du nimmst dich auch nicht immer so ernst. Ja. Ich glaube, deswegen gucken die Leute das auch gerne. Also ich finde es schon wichtig, dass man sich selber nicht so ernst nimmt und auch über sich selber lachen kann und mal albern ist, und wenn mal irgendwie, ja, wenn man Quatsch macht, dann gehört das für mich dazu. Also ich finde schon, dass man sich zeigen kann, wie man ist, und das hat für mich nichts mit Unprofessionalität zu tun, wenn ich jetzt da mich in meinen privaten Bereichen irgendwie zeige, weil letztendlich sind die, gerade die Hochzeitspaare, ja auch Kunden, die man eigentlich nicht wie Kunden behandeln möchte. Also ich meine, wenn ich jetzt in einem Business, also in einem Konzern irgendwo fotografiere, gebe ich mich natürlich auch anders als auf einer Hochzeit. Und dann trete ich dann natürlich ganz anders auf, das ist ja logisch, ne? Aber gerade wenn man Hochzeitskunden erreichen will oder die einem sowieso schon folgen, dann freut die das ja, wenn die private Einblicke bekommen und die wissen auch schon vorher, was sie erwartet, ne? Ja. Wobei ich natürlich jetzt auch bei einer Hochzeit nicht die ganze Zeit da den Clown mache, sondern da kann ich mich sehr gut zurückhalten und auch einfach still im Hintergrund arbeiten. Das ist halt, ja, meine private Seite. Also für denjenigen, der überlegt, das auch zu tun, du würdest schon sagen, das ist jetzt nicht irgendwie eine inszenierte Sache. Natürlich ist ein Konzept dahinter, aber man soll ruhig authentisch sein, um zu vermitteln, wer man ist. Ja, finde ich schon. Also ich finde das wichtig. Man kann aber mit den Storys auch ganz andere Sachen machen. Also man muss ja nicht immer nur sich selber irgendwie in lustigen, peinlichen Situationen zeigen, sondern man kann damit zum Beispiel auch Einblicke in die Nachbearbeitung geben. Vorher, nachher kann ich mal einmal noch mal zeigen. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens einfach das RAW-Bild hochgeladen und habe dann so ein Editing-Buzzer. Weil wenn man rechts aufs Display tippt, geht es immer einen weiter. Und okay, ich habe das halt dann so als Buzzer angelegt, dass wenn man da drauf tippt, dann kommt als nächstes Bild das rechte, was dann halt dieses bearbeitete Foto zeigt, ne? Und so kann man natürlich irgendwie spielerisch etwas kreativer einfach solche Sachen einbauen und trotzdem, ja, hinter die Kulissen blicken lassen, wie so ein Bild zum Beispiel unbearbeitet aussieht oder auch nicht. Was jetzt hier so locker flockig aussieht, ist aber auch Arbeit, oder? Du musst ja ständig eine Idee haben, du musst das filmen, du musst das zusammensteckern. Wie geht das? Wie viel Arbeit ist dahinter? Für eine Instagram-Story? Ja. Ja, ist unterschiedlich. Also man kann natürlich sehr viel Arbeit reinstecken, man kann sich damit stundenlang beschäftigen, man kann es aber auch, wenn man es halt ein paar Mal gemacht hat, hat man es einfach drin, dass man weiß, wo was ist. Man kann ja die Orte zum Beispiel immer vertaggen, also dass man bei einem Making-of zeigt, wo man war. Machst du eine Insta-Story hier auf der Fotokina? Sorry? Machst du eine Insta-Story hier auf der Fotokina? Achso, ja, da habe ich die Chrissy, ne? Die ist ja jetzt seit einiger Zeit bei mir. Wir machen das im Team. Also die Assistentin quasi. Genau, genau. Und da müssen wir aber eigentlich in der Insta-Story drin sein. Komm doch mal hoch. Ja, die hat das Handy doch schon in der Hand. Aber da müsst ihr auch ein bisschen... Ja.
Sie will mehr. So, und jetzt die schlechte Nachricht, die hatten alle nicht die schwarzen Brillen auf. Wie machst du das jetzt mit der DSGV? Ja, das löscht du das bitte. Oder wir machen da Balken drüber dann, ja. Also das, ja, das ist halt schon sehr praktisch, dass wenn man das immer macht, dann wissen das irgendwann auch alle. Ja. Und dann wird um einen herum auch schon immer mit dran gedacht. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich auf irgendeiner Hochzeit bin und ich habe mal einen anderen Second Shooter oder Assistenten dabei, dann kommt das echt vor, dass die abends mir einfach Videos und Fotos schicken und sagen, hier für deine Story, weil das schon selbstverständlich ist, dass wir das irgendwie machen. Also natürlich geht das Paar und die Reportage an dem Tag absolut vor und wir machen das mit dem Handy nur, wenn wir irgendwie Zeit dafür haben und es geht auch wahrscheinlich nur, weil wir meistens zu zweit sind. Mhm. Da kann man das dann zwischendurch mal machen, aber da fragen wir natürlich auch immer vorher. Ne? Also. Und die Frage ist ja immer, was bringt's? Also ist diese Story besser in der Reichweite als das reine Foto? Nee, also mir geht's gar nicht so um die Reichweite eigentlich, sondern man kann das Paar, wenn die, also sie können sich besser fallen lassen beim Shooting zum Beispiel. Also es ist ein bisschen andersrum gedacht. Wenn die vorher schon immer die Story gucken und die wissen, wie wir drauf sind und was so passiert, dann sind die an dem Tag, wo sie selber fotografiert werden, viel entspannter und lockerer, weil die ja schon wissen, wie wir so drauf sind und die fühlen sich nicht mehr so fremd. Und dann ist es für die viel einfacher, ja, sie selbst zu sein. Dann ist die Zielgruppe gar nicht nur das neue Brautpaar, was noch gar nicht dein Kunde ist, sondern auch durchaus diejenigen, die du demnächst shootest. Ja, genau. Also das ist sogar hauptsächlich so, weil, wie gesagt, die meisten kommen über Weiterempfehlungen. Und wenn die Storys gucken, dann haben die mich wahrscheinlich schon gebucht. Also es ist nicht so, dass ich die damit erreichen will, was natürlich auch funktioniert, klar. Aber andersrum ist es eigentlich eher bei mir, dass sie das, dass sie es hinterher anschauen und bis zur Hochzeit dann schon wissen, worauf sie sich eingelassen haben und was passiert. Und ja, das so ein bisschen miterleben können, wie es bei anderen Paaren ist, weil ich denen ja auch vorher immer erzähle, ey, macht euch keinen Kopf, wir machen das ganz entspannt, wir inszenieren nichts. Es gibt auch diesen Programmpunkt Paar-Shooting eigentlich gar nicht, weil wir diese ganzen Paarbilder immer so zwischendurch machen. Also wirklich, wenn es irgendwie passt oder dann abends schönes Licht ist, komm, wir gehen nochmal schnell raus. Und wenn man die direkt mitreißt und sagt, los, wir machen noch ein paar Fotos, dann haben die gar keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Irgendwie, oh, ist mein Arm zu nah am Körper oder ist das meine Schokoladenseite? Wir nehmen die einfach mit, rennen mit denen raus und die meisten Bilder sind ja auch wirklich immer, ne, in Bewegung. Und dadurch, dass sie gar nicht nachdenken können, machen sie einfach mit. Und da ist Vertrauen halt wichtig und das baut sich halt über die Zeit auf. Okay, also die Insta-Story quasi als die vertrauensbildende Maßnahme schon im Vorfeld der Hochzeit. Das mal so als Tipp. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, was hat dir, du hast vor vielen Jahren angefangen, was hättest du gerne damals schon gewusst, was du heute weißt? Was macht dir das Leben leicht in der Hochzeitsfotografie? Ja, also eigentlich schon das, was ich gerade gesagt habe, dass man halt einfach Routine reinkriegt. Ich habe früher vielleicht auch öfter ja, mir zu viele Gedanken gemacht, vielleicht was man jetzt machen sollte. Oder also ich finde es wichtig, dass man sich gar nicht so beeinflussen lässt, dass man gar nicht immer so guckt, was machen die anderen, weil einen das eher wahnsinnig macht. Also ablenkt, genau, man soll selbst sein und den Fokus immer auf das Paar und auf den Tag legen und einfach schauen, was passiert und das festhalten und nicht irgendwie versuchen, das zu machen, was man vorgestern gesehen hat bei jemand anders und das war so toll, weil das ist dann halt sowieso nicht das eigene. Es gibt ja den Spruch, dass das Einzige, was niemand kopieren ist, du selber bist. Ja. Das Einzige, was niemand kopieren kann, du selber bist. Und wenn du einfach du selber bist, dann kauft man halt dich und nicht irgendwelche Fotos, die auch andere machen. Ja. Ich wollte noch mal ein bisschen darauf zurück. Assistentin, ihr glaubt, ihr seid gleich zu dritt gekommen. Gib uns mal eine Vorstellung von der Größe deines Fotobusinesses. Wie viele Leute seid ihr? Du bist da eben durch Büros gegangen. Das sieht aus wie eine richtige kleine Firma. Nee, also das Fotostudio ist in einer Digitalagentur mit drin. Also das sind nicht meine Mitarbeiter, sondern das ist ja wie ein Coworking-Space sozusagen. Genau, und ich bin als Unternehmerin eigentlich alleine, habe aber seit 2-3 Jahren ne, die Chrissy dabei, die immer mit mir im Team arbeitet. Und dann haben wir natürlich ja so 4, 5 Second-Shooter-Assistenz, auf die wir dann zurückgreifen und die immer dazu nehmen. Also sind bei jeder Hochzeit zu zweit und machen halt mittlerweile am Tag ab und zu auch mal 2 Hochzeiten, dass wir halt in 2 Teams losziehen. Das schon, ja.
Kommen wir kurz zum Thema Bildbearbeitung. Das ist hier mal gerade schon ein Bild gezeigt. Du kommst von Four Image Editors, die dich hier hingestellt haben, die dich gebeten haben, mal kurz darüber zu erzählen. Deswegen wollen wir den Aspekt uns auch mal vornehmen. Bis zu 2 Hochzeiten am Wochenende, 30 im Jahr. Du hast gesagt, ihr seid teilweise mit 2 Teams unterwegs. Wie organisierst du dir die ganze Arbeit? Ja, also genau, wir haben halt unter der Woche dann auch noch diese Business-Shootings und sowas. Von daher ist das Pensum halt schon sehr hoch. Da kommt man natürlich dann irgendwann mit der Nachbearbeitung nicht mehr hinterher. Und es ist zum Beispiel am Beispiel Hochzeit. Wir kommen montags rein und dann wird erstmal alles auf den Rechner kopiert, was noch nicht kopiert wurde. Wir machen immer am Abend der Hochzeit schon einen Lightroom-Katalog, wo wir alles reinladen nach und nach und erstellen eine Preview, weil jedes Brautpaar von uns abends immer schon ein paar Bilder gezeigt bekommt. Wir suchen so 50 bis 60 Fotos raus, die wir an dem Abend selber schon bearbeiten. Und diesen Katalog kann ich am Montag dann wieder auf den großen Rechner ziehen, alles, was noch nicht importiert war, dazu importieren und habe dann ja immer noch meine Preview, die schon fertig ist, von 60 Bildern. Und die dienen dann im Prinzip als, als Richtwert für Pro-Image-Editors, damit die wissen, wie ich das gerne haben möchte. Die werden grün markiert und dann wird der ganze Katalog exportiert und bei denen hochgeladen. 5 Tage später kann ich das wieder runterladen, dann sind alle Bilder angepasst und so wie ich es quasi auch machen würde, muss dann noch ganz wenig Feinheiten mal ein bisschen was nachjustieren, exportiere die Bilder und dann ist das fertig. Okay. Weitere große Arbeitsblöcke neben dem tollen Erlebnis des Shootings am Wochenende, womit verbringst du deine Woche so? Ja, also eigentlich ist jeder Tag anders. Insta-Stories, ja. Also 80% der Zeit geht für Insta-Stories. Nein, jeder Tag ist eigentlich anders. Also in meiner Vorstellung würde ich immer sehr gerne morgens ganz früh aufstehen, um 6 am besten und dann erstmal meditieren, Yoga, frühstücken, alles und dann entspannt um 9 ins Büro oder zum Fototermin. Das klappt auch nicht immer so, aber gut. Also wenn ich einen Termin habe, dann bin ich natürlich pünktlich da. Manchmal muss ich auch früh los. Wir machen zum Beispiel ganz viele Fahrradläden, also wirklich Fahrradhändler in Deutschland verteilt, wo wir nach Oldenburg und keine Ahnung wo fahren, um für die dann halt für die Website die Bilder zu shooten. Da müssen wir dann auch um 5 Uhr raus. Wenn ich keinen Termin habe und ins Büro gehe, dann mache ich auch entspannt und gehen wir erst um 10. Also es ist wirklich jeden Tag anders. Ja. Wo geht die Reise hin? Also was wird mehr, was wird weniger, wo möchtest du selber hin? Ja, also ich habe mich, was die Bearbeitung angeht, auf jeden Fall daran gewöhnt, das abzugeben. Das ist funktioniert sehr gut. Ich bin damit halt sehr zufrieden. Was Fotografie angeht, ich möchte das noch weitermachen. Mit den Hochzeiten macht mir total Spaß. Ich finde, es ist ein super Ausgleich. Also ich würde keins von beidem missen wollen, weder Business noch Hochzeiten, weil ich einfach das schön finde, dass man was anderes hat. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht nur Hochzeiten fotografieren. Business hingegen ist sehr, sehr stumpf. Also bei den Hochzeiten hat man viel mehr Dankbarkeit, wenn man das jetzt so sagen darf. Ne? Da ist es halt so, dass die Brautpaare einem um den Hals fallen, dass sie Tränen in den Augen haben und das macht ein Agenturchef jetzt nicht. Deswegen. Bleibt denn noch Zeit für freie Projekte? Machst du noch Sachen ganz ab von dem, was du bisher erzählt hast? Fotografisch, ja. Im Winter dann eher, ne? Wenn da so ein bisschen mehr Luft ist. Also jetzt im Sommer geht es eigentlich nicht. Aber zwischendurch, wenn es irgendwie geplant ist, ziehe ich es auch durch. Und dann macht man auch was Schönes, so ein Style-Shoot oder so, klar. Aber schon eher dann im Winter, weil da ja dann doch wirklich ein bisschen weniger ist. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ein Überblick über deine Arbeiten als Fotografin mit dem besonderen Highlight der Insta-Stories. Ich hoffe, das hat euch ein paar Einblicke gegeben, wie es gehen kann. Ich finde es auch sehr, sehr charmant zu sehen, dass das so sich langsam aufgebaut hat. Man muss nicht, wenn man startet, sofort 40 Hochzeiten haben. Nee, absolut. Sollte nicht unruhig werden, sondern das kommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man immer seinen Job gut macht und das immer mit Herz macht und dabei ist, und eine überzeugende Arbeit abliefert und die Brautpaare glücklich macht, dann kann da eigentlich nichts passieren, weil dann wird man automatisch weiterempfohlen. Ne? Okay. Qualität hat immer ihren Abnehmer und wenn er dann auch von so einer charmanten Frau kommt, umso mehr. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns das erzählt hast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Du bist bestimmt noch für ein paar Fragen zur Verfügung und später geht's weiter mit weiteren Vorträgen. Danke euch.